Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch und ich freue mich, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben und gekommen sind. Heute ist Dienstag, der 5. November 2019 und wir wollen uns mit der Frage befassen, welche Bedeutung Kathedralen für unser Leben haben. Was Sie erwartet, ist ein ganz besonderer Abend mit betörend schönen Bildern, mit a cappella gesungenen Liedern und mit inspirierenden Gedanken von Gernot Candolini. Er ist der Autor dieses Buches, Die Kathedrale, Heimat für die Seele. Heuer im Frühling haben wir etwas Seltsames erlebt. Die Zeitungen waren plötzlich voll von Berichten über ein katholisches Kirchengebäude, über die Kathedrale Notre-Dame in Paris, in der am Abend des 15. April ein Feuer ausgebrochen war. Da las man am nächsten Tag auf den Titelseiten Schlagzeilen wie Entsetzen in aller Welt, Kathedrale in Schutt und Asche. Politische Kommentatoren schrieben über das brennende Herz und berichteten, dass der Brand weltweit tiefe Bestürzung und heftige Emotionen auslöste. Schlagartig wurde klar, dass Kathedralen jahrhundertelang bis in die heutige säkulare Zeit Menschen anziehen, berühren, inspirieren. In Bezug auf Notre-Dame wurde gesagt, dass ihre Bedeutung weit über den christlichen Glauben hinausgehe. Stefan Brendle schrieb im Standard, die Bilder der brennenden Notre-Dame haben weit über Frankreich hinaus gewirkt. Und das nicht nur, weil das Kulturerbe der UNESCO ein touristischer und ein religiöser Magnet ist. Die Feuersbrunst wirkte so verstörend, weil sie vor Augen führt, wie fragil und gefährdet unsere westlichen Gesellschaften geworden sind, wie rasant heute historisch Gewachsenes zerstört wird, sei es durch Dschihadisten oder twitternde Volksverführer, Tsunamis oder mediale Shitstorms. Notre Dame ist geradezu ein Gegenmodell dazu, die Antithese zur Schnelllebigkeit und Oberflächlichkeit der Selfie-Ära. Über die Jahrhunderte gebaut, strahlen die Kathedralen eine spirituelle Kraft aus und erfüllen das menschliche Bedürfnis nach Zeit, Stille und Tiefe. Soweit Stefan Brendle. Warum sind Kathedralen gerade auch heute für uns Menschen so anziehend? Warum entsteht in uns eine Resonanz zu diesen jahrhundertealten Bauwerken? Das wird uns jetzt Gernot Candolini erklären. Er ist Designer und Erbauer von Labyrinthplätzen, Fotograf, Schulleiter der Montessori-Schule in Innsbruck und Autor von 15 Büchern, die meisten in mehreren Auflagen erschienen sind. Das Kathedralenbuch wurde auch ins Englische übersetzt und wird noch in diesem Monat, Ende November, in Amerika erscheinen. Gernot Candolini bietet Seminare und Kathedralführungen an. Ja, lieber Herr Candolini, seien Sie ganz herzlich willkommen hier bei uns in Feldkirch. Danke. Und ebenso herzlich willkommen heiße ich Lena, Clara, Anna und Eva. Sind vier Schwestern, Geschwister aus einer Familie aus Klaus und sie werden den Vortrag mit ihrem Gesang bereichern. Euch auch ein herzliches Willkommen. Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Es freut mich, dass mich der Franz wieder eingeladen hat, zu Ihnen zu kommen.
um Sie heute auf eine Reise mitzunehmen zu einigen sehr besonderen Orten. Es geht uns ja manchmal so, dass wir, wenn wir einen schönen Raum betreten, dass uns dieser Raum auf einmal umhüllt wie ein Mantel und all unsere Gedanken, unsere Freude, unsere Sorgen, alles, was uns gerade beschäftigt, quasi umschließt und wärmt. Und es gibt manchmal Kirchen, Dome, Kathedralen, die das vermögen, dass wenn wir eintreten, wir auf einmal das Gefühl haben, hier ist es gut sein, hier ist ein guter Ort, hier kann man verweilen, hier kann man bleiben, hier kann man auftanken, hier kann man etwas tun, was die Seele nährt und was uns wieder inspiriert und uns Kraft gibt für den nächsten Schritt oder das, was vor uns liegt. Und ich möchte Sie heute Abend ein Stück weit verzaubern, mitnehmen und in Ihnen die Freude wecken, dass es diese Orte gibt auf dieser Welt und natürlich auch die Vorfreude, wieder einmal selber so einen Ort zu besuchen und zu schauen, was hier alles zu sehen ist, was man hier alles entdecken kann, was man hier alles hören kann, wo man überall hinlauschen kann, um etwas aufzunehmen, was viel größer ist als das, was im Moment vielleicht in uns ist, was darüber hinausgeht, in die Zeit weit zurück, Generationen zu uralten Geschichten, die uns aber heute auch noch immer wieder etwas zu sagen haben und uns helfen, dass wir selber auf unserem Weg, wo wir gerade sind, wieder einen Schritt weiterkommen. Kathedralen bilden oft so die Narben einer Stadt, den Angelpunkt, das Zentrum, um die herum alles gebaut wird, alles kreist. Sie sind Orte, die wie ein Markierungspunkt die Mitte definieren und wo man weiß, wenn man bei der Kirche angekommen ist, dann ist man auch in der Mitte der Stadt angekommen und bilden so oft auch etwas ganz Besonderes, nämlich einen Ort der Stille. Wenn man eintritt, man wird irgendwie gleich hineingenommen in etwas, was draußen gar nicht vorhanden ist, in der Betriebsamkeit, nämlich Ruhe, Beschaulichkeit, ein Ort, wo man ausrasten kann, durchatmen kann. Und so bilden die Kathedralen, die großen Kirchen, oft so wie die Narbe eines Rades oder wie ein Weltenbaum, ein Zentrum, in dem das für uns da bereitsteht. Mein persönlicher Initiationsort, wenn ich so sagen will, ist die Kathedrale von Chartres gewesen und ist sie immer noch, denn ich reise jedes Jahr wieder zu ihr zurück, um dort zu sein, auch andere Menschen mitzunehmen, um da zu schauen, was wieder Neues zu finden ist. Die Kathedrale von Chartres, ein paar Kilometer südlich von Paris, ist ein ganz besonderer Ort, eine ganz besondere Kathedrale. Man nennt sie auch ein Meisterstück der Gotik und es hat damit zu tun, weil sie in relativ kurzer Zeit errichtet worden ist. Weniger als 20 Jahre hat der Rohbau gedauert und nach 60 Jahren wurde sie bereits vollständig fertig mit ganzen Skulpturen, Glasfenstern eröffnet und ist in diesem Sinn so etwas wie aus einem Guss. Und es kommt noch was dazu. Sie wurde im Laufe der Zeit kaum verändert. Es wurde nichts barockisiert. Es ist immer noch so, wie es damals war, mit ein paar wenigen Elementen, die dazugekommen sind. Gerade jetzt wird sie renoviert, sehr aufwendig und wird in ein paar Jahren wieder so aussehen, wie sie damals 1260 sich den Menschen präsentiert hat. Wenn man um sie herum geht, dann sieht man diese Grundelemente, die gotische Kathedralen ausmachen, immer wieder diesen Rhythmus, diese Abfolgen von Bögen, von Pfeilern. Manchmal ist man daran erinnert, dass Verdi-Kathedrale ein Musikstück. Und Augustinus hat gesagt,
Architektur ist manchmal so etwas wie kristalline Musik. Und deswegen freut es mich auch besonders, dass wir heute bei diesem Vortrag auch tatsächlich echte Musik mit hereingebracht haben, weil es irgendwie dazugehört. Und dann diese großen Portale, die typisch sind, die Figuren, die dort aufgestellt sind, die Ahnen der Geschichte, die Zeitzeugen besonderer Erlebnisse, die hier alle versammelt sind und uns begrüßen, wenn wir ankommen und eintreten. Wenn wir hineingehen, öffnet sich oft ein faszinierender Raum, faszinierend von seiner Größe, von seiner Architektonik im Sinn von geniales Design, wo sich die Künstler und Baumeister überlegt haben, wie bringen wir den Himmel auf Erden im Ausdruck von Architektur, von Rhythmus, von Farbe, von Form. Und so stellen diese Gebäude manchmal einfach einen faszinierenden Ort des Schauens und Staunens dar, wo wir einfach einmal da sind und sagen, wow, wie haben die das gemacht? Wie haben die das geschafft? Ja, es hat sich damals oft eine ganze Stadt zusammengetan und gesagt, ja, wir wollen zur Ehre Gottes, aber auch für unsere eigene Erbauung und auch für unsere Wirtschaftlichkeit, weil kommen ja viele Besucher, ein schönes, großes Gotteshaus bauen. Aber es ist immer wieder erstaunlich, wenn man so die Details sieht, dass man wirklich spürt, wie da einfach hunderte Menschen sich zusammengetan haben, um einfach was Großes zu errichten, was Schönes, was die Menschen über Jahrzehnte, Jahrhunderte auch freuen und faszinieren kann. Neben der Architektur spielt noch vieles in den Kathedralen eine Rolle. Und gerade in der Gotik, gerade in der Chartres, in Chartres natürlich ganz besonders die Fenster. Die Fenster in ihrer Farbigkeit, in ihren Themen, jedes für sich ein Meisterwerk. In Chartres über 190 Fenster, von denen über 90% noch original verglast sind, niemals zerstört, niemals eingeworfen, immer ist noch alles da. Und diese Fenster, gerade in Chartres und in der frühen Gotik, die haben auch eine Besonderheit, die den heutigen Menschen auch wieder verwundert und fasziniert. Denn sie sind so gebaut, dass, wenn die Sonne durchscheint, hinter den Fenstern kein farbiger Schatten entsteht, sondern ein einfärbiger Schatten. Das Licht wird sozusagen in das Farbglas hinein aufgenommen und bleibt dort. Das Fenster beginnt mit seiner Farbe zu leuchten, aber es fällt keine Farbe durch, sondern es wird das Licht sozusagen im Fenster festgehalten und nur ein schwaches, monochromes, einfärbiges Licht gleitet in den Raum hinein. Diese Glaskunst ist einzigartig, man versucht sie immer wieder nachzubauen. Manchmal gelingt es auch. Viele Menschen haben heute, wenn sie buntes Fenster machen, gar nicht das Interesse, dieses Wunder da umzusetzen, sondern man freut sich natürlich auch manchmal über den farbigen Schatten, der dahinter steht. Aber damals war das von großer Bedeutung, dass das Licht so auch symbolisch eine Verwandlung erfährt und quasi im Fenster drinnen als Lichtteppich verbleibt. Wenn man die Details dieser Fenster betrachtet, findet man großartige Kunstwerke, wunderschöne Gesten, allein die Hände oder natürlich wunderschöne Farben. Das Blau von Chartres ist weltberühmt und es gibt Künstler, die sich ihr Leben lang mit den blauen Tönen und Abstufungen von Chartres beschäftigt haben, im Versuch, das nachzubauen und diese Farbwirkung auch heute noch einmal zu erzielen. Wenn ich heute nach Chartres reise, bleibe ich meistens dort eine ganze Woche und viele Menschen fragen, wie kann man eine ganze Woche eine Kirche anschauen?
Ich habe schon bemerkt, auch unter Ihnen sind ein paar, die schon einmal eine ganze Woche in Chartres waren. Und die wissen so gut wie ich, dass man sehr gut eine Woche in Chartres verbringen kann und meistens danach Sehnsucht hat, wiederzukommen, weil man erst angefangen hat, sich mit dem, was da alles zu sehen ist, zu beschäftigen. Man kann sich in den Details der Fenster verlieren. Man kann den Spuren der Maria Magdalena folgen und ihr Fenster Stück für Stück besuchen und ihre Geschichte nachvollziehen vom Anbeginn dieser besonderen Geste, wie sie Jesus die Füße gesalbt und mit ihren Haaren getrocknet hat. Und wenn man das sieht, wie das ein Künstler aus dem 13. Jahrhundert gemalt hat, dann sieht man, dass hier ein Meister am Werk war. Als ein besonderes Meisterwerk in Chartres gilt auch das Fenster der Blauen Madonna. Das schöne Fenster mit den verschiedenen Blautönen. Und was man an diesem Foto auch zumindest ahnungsweise erkennen kann, auch hier spielt das Licht, der Sonnenstand immer wieder eine große Rolle. Wenn die Sonne hineinscheint, wird das Fenster rot. Wenn die Sonne nicht hineinscheint, wird das Fenster blau. Rot und blau, so diese Grundfarben des Lebens, Feuer und Wasser. Aber es hat auch mit Ausatmen und Einatmen zu tun. Manchmal hat man fast das Gefühl, das Fenster atmet oder es bildet das ab, was uns selber lebendig erhält, nämlich dass wir ständig einatmen, unser Blut dadurch roter wird und wir wieder ausatmen, unser Blut dadurch blauer wird. Und in diesem Rhythmus haben die Künstler auch versucht, sozusagen diese Schwingung von Rot und Blau einzufangen, festzuhalten. Und wenn man das dann sieht und beobachtet in den verschiedenen Lichtnuancen, in den verschiedenen Jahreszeiten, dann ist man immer wieder davon begeistert. Etwas ganz Besonderes in der Gotik sind die Rosenfenster. Die Rosenfenster, diese großen Rundfenster, die noch einmal eine große Geschichte zusammenfassen, die manchmal eben im Licht aufblühen. Die Fenster sind lebendige Bilder. Jede Rose hat ihr eigenes Muster und seine eigenen Farben. Manchmal wirken sie wie Atemzüge. Sie schwingen vor unseren Augen ein und aus. Die Rosenfenster gleichen Briefen aus dem Paradies. Immer leuchten sie, mal still und geheimnisvoll, mal glitzernd und glänzend, mal ruhig und versponnen, mal leuchtend und festlich, mal nachtblau oder tagesrot, aber immer klar und wunderschön. Wenn an einem Spätsommertag im Juli die Sonne tief steht und in die Nordrose hineinscheint, dann nimmt die Nordrose auch das Rot der untergehenden Sonne auf und wird selber ganz rot und leuchtet in einem intensiven Sonnenuntergangston. Und wenn man das dann einmal erlebt, dann macht auch der Küster manchmal vor lauter Freude das große Tor auf und sagt, schaut's, wie schön die Rose heute ist. Und dann kann man von außen hineinblicken und sieht diese Sonnenuntergangsrose. Und dann stehen an den Portalen die Ältesten, die Königinnen und Könige, die Prophetinnen und die Weisen der Vergangenheit. Und sie stehen manchmal
wirken sie wie im Inneren brennende Kerzen, aufrecht und erhaben, die uns den Weg leuchten. Geschaffen wurden diese Figuren von verschiedenen Steinmetzkünstlern. Manche wirken je nach Epoche und Stil graziler, manche eher statisch, andere lebendig. Aber immer wieder finden sich Skulpturen, die von ganz großen Meistern erschaffen wurden. Von Steinmetzen, die auf so feine Weise verschiedene Ausdrucksformen in der Haltung und den Gesichtszügen zeigen, als wären die Figuren lebendig. Oft liegt ein nur angedeutetes und doch betörendes Lächeln auf diesen Gesichtern. Vom Gesicht des Engels von Reims oder des Jakobus von Paris, von David oder der Königin von Saba in Chartres kann man sich kaum lösen. Wie kann Stein so lebendig sein? Wie kann eine Figur so schön sein, dass man am liebsten bei ihr bleiben möchte und sich wünscht, sie würde jetzt heruntersteigen und zu erzählen anfangen. Immer wieder steckt aber in diesen Figuren auch eine konkrete Botschaft, die man mehr oder weniger leicht sieht, entweder in der Geschichte, die sie selbst erlebt haben, oder auch in einem Ausdruck, den sie zeigen. Hier sieht man Maria, wie sie der Botschaft der Hirten zuhört und wo dieser Satz, der die Einleitungsformel der benediktinischen Regel ist, neige deines Herzens Ohr, einen wunderbaren Ausdruck findet, dass wir immer wieder eingeladen sind zu hören, unsere Ohren auf das zu richten, was zu hören ist, immer wieder aufmerksam sind auf die wirklich wichtigen Botschaften. Sie legt die Hand ans Ohr, um uns deutlich zu machen, seid bereit, auf das zu hören, was gesagt wird, so wie sie den Hirten zugehört hat oder dem Engel. Denn dann kann etwas in unser Herz fallen, was vielleicht etwas Bedeutendes auslöst und etwas ins Leben bringt, von dem wir vorher noch keine Ahnung hatten. Immer wieder findet man Figuren, wo die Künstler offensichtlich ganz bewusst versucht haben, zum Ausdruck zu bringen, was es heißt, zu hören, aufmerksam zu sein, sich hinzuwenden und zu lauschen. Hier auch ein Bild von den Musikern, die immer wieder in diesen Bildprogrammen ganz prominent vertreten sind. Immer wieder Musiker, immer wieder Musik. Neige deines Herzens Ohr und höre auf die Musik, die in dir ist, die um dich herum ist. In der Musik liegt oft auch ein Schatz, wenn wir den hören, dann kann uns das etwas Wichtiges sagen. In diesem Sinn darf ich die vier Schwestern bitten, uns etwas dazu zu singen.
to you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you Wenn man all diese Wunder von Chartres so einmal aufgenommen hat, dann beginnt so eine gewisse Neugier zu schauen, gibt es noch andere Orte, in denen auch ein besonderes Erleben dieses Raumes möglich ist. Und man findet ja oft sehr kleine Kirchen, die eine ganz besondere Atmosphäre haben, oder auch sehr große. Und bei manchen ist es weniger, wo es einen anspricht, und andere sind wieder so, dass man einem das Herz aufgeht. Und ich bin vorhin angesprochen worden, ob es da vielleicht auch ganz in der Nähe was gibt. Und da möchte ich Sie nur auf eine der ältesten Kirchen in Österreich hinweisen. Die steht nämlich gleich da vorne in Richtung Jugendherberge, direkt neben der Jugendherberge. Die ist karolingischen Ursprungs und steht noch im Originalzustand dort, älter als die Gotik, und ist auf jeden Fall einen Besuch wert, mit ganz großartigen Bildern drinnen. Wenn Sie da in der Nähe mal stehen bleiben und vorbeischauen, das lohnt sich auch, diesen Ort zu besuchen. Wenn man in Frankreich schaut, dann kommt man an Vézelay nicht vorbei, denn Vézelay ist die Kathedrale bzw. die Basilika der Maria Magdalena, wo ihre Reliquien oder ein Teil ihrer Reliquien sind. Und die Maria Magdalena spielt ja auch in der Kirchengeschichte eine besondere Rolle, die erste Verkünderin des Glaubens, die erste Apostolin. Eigentlich müsste man sagen, dass nur Frauen das Evangelium lesen dürfen, deswegen, aber da muss ich vielleicht auch noch ein bisschen was entwickeln. Aber sie war natürlich auch ein Herzensmensch, an dem man viel schöne Dinge sehen kann, die eine sehr inspirierende Geschichte auch gelebt hat. Und ihr Ort, an dem sie sozusagen ihr Zuhause hat, ist auf einem Hügel südlich von Paris. Ein kleiner Ort, aber eine große Kirche. Ein geheimnisvoller Ort, sichtbar aus allen Himmelsrichtungen, liegt die Basilika Madeleine von Vézelay auf einem Hügel, der von den Pilgern Berg der Freude genannt wird. Auch heute führt der Weg vom Fuß des Hügels durch das kleine Städtchen nach oben. Hinter einer Vorhalle öffnet sich eine der schönsten Kathedralen der Romanik. Die schlichte Gestaltung, deren auffallendster Schmuck die Abfolge von weißen und roten Steinen ist, lässt den Raum wie ein großes, hell aufgespanntes Tuch wirken. Auch in Vézelay ist das Licht von zentraler Bedeutung. Je nach Sonne und Wetter spielt das Licht mit dem Raum, macht ihn geheimnisvoll, dämmerig oder strahlend leuchtend. Zu bestimmten Zeiten werden die Lichtkompositionen zu eindrucksvollen Höhepunkten geführt. Ganz besonders am 21. Juni, wenn die Lichtpunkte, die das ganze Jahr über Wände und Böden getanzt sind, sich auf einmal in einer Reihe im Mittelgang vereinen, als ob der Pilgerweg
der oft mühevoll und mit vielen Zweifeln gesucht wird, nun in einer klaren Richtung nach vorne weist. Das Spiel mit dem Licht oder das Licht hereinzubitten oder mit dem Licht etwas zum Ausdruck zu bringen, das war für alle Kathedralbaumeister von großer Bedeutung. Und deswegen haben sie immer wieder mit verschiedenen Elementen versucht, sozusagen uns das Licht in besonderer Weise nahe zu bringen. Das Licht ist ja an sich eines der großen Geheimnisse nach wie vor. Man kann es wissenschaftlich noch nicht beschreiben. Man hat sich auf diese zwei Varianten der Beschreibung geeinigt, dass man sagt, es manchmal verhält sich wie ein Teilchen, manchmal verhält sich wie eine Welle. Mal schauen, wie das irgendwie zusammengeht. Eigentlich geht es nicht zusammen. Das Licht bleibt nach wie vor ein Geheimnis und ist doch eines der alltäglichsten Dinge, mit dem wir konfrontiert sind. Es gibt natürlich auch Geschichten, die tragisch sind oder wo man so das Gefühl hat, ach, wie schade. In der Folge der Französischen Revolution wurde die Abtei von Cluny aufgehoben und ihr Besitz konfisziert. Unter der Herrschaft Napoleons wurden 1810 große Teile gesprengt und danach als Steinbruch für den Bau einer Pferdezuchtanstalt und weitere Gebäude in Cluny genützt. Der Verlust dieser größten und vielleicht auch schönsten romanischen Kirche der Welt schmerzt bis heute. Nur ein einzelner kleiner Turm hat den Abbruch überstanden. Doch wo der Geist weht, da bleibt etwas haften und sucht sich neue Wege. Die Blume verwelkt, aber der Same fällt dennoch wieder in die Erde und aus ihm bricht das Leben neu hervor. So spross auch direkt neben Cluny ein neuer Frühling. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam eine Gruppe junger Männer an diesem besonderen Ort zusammen und gründete die Gemeinschaft von Tessé. Zuerst kümmerten sich die Brüder um Kriegsgefangene, dann begannen immer mehr Jugendliche diesen Ort zu besuchen. Eine ganz besondere Ausstrahlung geht von den Liedern und dem Gesang von Tessé aus. Als ob die alten lateinischen Choräle der Mönche aus dem Wind herausgehört und von Musikern unserer Tage neu aufgeschrieben worden wären. Wie konnte Jacques Berthier eine solche Vielzahl von kleinen musikalischen Meisterwerken komponieren, wenn nicht sich hineinfühlend und hörend an einem Ort, der wie wenige Orte auf dieser Welt Heimat für die Seele war? Laudate omnes gentes, ubi caritas, meine Hoffnung, meine Freude, Magnificat im Dunkel unserer Nacht und viele andere Lieder sind wie Löwenzahnsamen von Tessé ausgeflogen und haben heute einen festen Platz im Musikrepertoire vieler Menschen gefunden. Es scheint, als schwinge die alte Formel der Benediktiner, höre und neige deines Herzens Ohr, noch immer zwischen den letzten verbliebenen Ruinen der großen Kathedrale von Cluny, wie eine geheime Melodie, die in all den Menschen Resonanz findet, die die Lieder von Tessé anstimmen. Wenige Bilder des Zweiten Weltkriegs haben sich so in das Bewusstsein der Deutschen eingeprägt wie der schwarz und einsam aufragende Kölner Dom inmitten einer Wüste aus Schutt und Asche. Wie ein Totenwächter scheint er das ganze Land zu überblicken
und symbolisiert inmitten der größten Katastrophe des Kontinents, wie schrecklich und bitter die Zerstörungen waren. Als in den letzten Kriegstagen im April 1945 beim Kampf um Wien das Dach des Stephansdomes zu brennen begann und einstürzte, fing auch der Glockenturm Feuer. Die dort befindliche riesige Glocke, von den Wienern die Pummerin genannt, stürzte in die Tiefe und zersprang. Im November 1940 wurde die Kathedrale von Coventry durch einen deutschen Luftangriff völlig zerstört. Nur eine einzelne Rückwand des Altarraums blieb stehen. Bereits in der Weihnachtsansprache des gleichen Jahres sagte der Propst der Kathedrale: Wenn all dies vorbei ist, müssen wir unseren Feinden die Hand reichen und zusammen mit ihnen eine freundlichere Welt bauen, im Sinne von Christus dem Kind. In die letzten verbliebenen Mauerreste ließ er die Worte einmeißeln: Father, forgive. Nach dem Krieg entwickelte sich von Coventry aus eine der wichtigsten Versöhnungsbewegungen Europas. Aus drei im Schutt gefundenen Nägeln wurde ein Kreuz angefertigt. Dieses wurde vielfach kopiert und anderen Kirchen in ganz Europa geschenkt. Daraus entstand die Nagelkreuzbewegung, die Menschen im Gebet für den Frieden zusammenbrachte und bis heute aktiv ist. Coventry schloss übrigens mit insgesamt 57 Städten Städtepartnerschaften im Bemühen um Verbindung und Versöhnung. 1957 wurde die neu gegossene Wiener Pummerin am Nordturm des neu renovierten Stephansdoms hochgezogen. Ihr Ton hat sich inzwischen in die österreichische Seele eingenistet wie kein anderer Glockenklang. Denn jedes Jahr zu Silvester wird das Läuten der Pummerin im Radio übertragen und wir alle kennen die Worte 5, 4, 3, 2, 1, das kurze Schweigen danach und dann das Einsetzen des Klangs der Glocke, der ein warmer, tiefer Ton langsam in den Donauwalzer hinüberfließt. Und wir mit den vermischten Gefühlen des vergangenen Jahres und dem Ausblick auf das neue Jahr uns ein gutes neues Jahr wünschen. ...1946 bereits riefen die französischen Bischöfe zu einem Kreuzzug der Versöhnung auf und luden Menschen aus ganz Europa ein, nach Wesley zu kommen, um dort für die Versöhnung, die nach dem Krieg so in den Seelen der Menschen brannte, gemeinsam unterwegs zu sein. Über 30.000 Menschen folgten dem Aufruf und trugen 14 schwere Holzkreuze als Zeichen der Versöhnung nach Wesley. Um den Deutschen auch eine ausreichende Teilnahme zu ermöglichen, gelang es den französischen Bischöfen, dass zwei Kriegsgefangenenlager geöffnet wurden für diesen Pilgerzug und die ganzen deutschen Kriegsgefangenen nach Wesley mitpilgern durften und erst nach dem Pilgerzug wieder zurück mussten. Sie trugen das Kreuz der Deutschen nach Wesley, das bis heute dort steht. So sind die Kathedralen auch Angelpunkte geworden für die Versöhnung. Sie sind auch Teil der Geschichte geworden, wo Menschen zusammenkommen, um für Versöhnung sich einzusetzen. Und wer sich die deutsch-französische Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg genauer ansieht, der entdeckt, dass hier viele kluge Menschen sehr intensiv gearbeitet haben, um diese Versöhnung wirklich grundlegend und tiefgründig voranzubringen. Ich war selber überrascht, die Élysée-Verträge zu lesen, was da alles drinnen steht, was in den 60er Jahren zwischen Deutschland und Frankreich ausgehandelt worden ist. Jugendaustausch, Kulturaustausch und so weiter. Parlamentsaustausch, dass man einmal im Jahr eine Sitzung macht, das französische Parlament in Berlin und das deutsche in Paris. Und ein Jour-fix zwischen dem französischen Präsidenten und dem deutschen oder der deutschen Kanzlerin. Alle 6 Wochen treffen sich die zum Gespräch. Wen wundert's, dass die mit der Zeit immer Freunde werden?
Das ist die Grundlage des Friedensprojekts Europas, dass nach dem Krieg wirklich viele Menschen an der Aussöhnung sehr konkret gearbeitet haben. Immer wieder waren die Kathedralen da, Sammelpunkte, wo man sich getroffen hat, wo man Zeichen gesetzt hat. Wir lassen das Zeichen noch ein bisschen nachklingen und ich bitte euch um ein Lied. He'll be forever.
Wenn man sich die Frage stellt, gibt es heute eine Kathedrale, die gebaut wird, dann fällt einem natürlich die Sagrada Familia ein. Und wenn man dann schaut, was die für Geschichte hat, dann ist das schon bemerkenswert, weil normalerweise wird eine Kathedrale von einem Domkapitel in Auftrag gegeben oder von einer Stadtverwaltung. Aber die Sagrada Familia hat einen ganz eigenartigen Ursprung, nämlich ein Buchhändler hat in Barcelona vor 100 Jahren die Idee gehabt, nachdem er in Italien auf Urlaub war und die Loreto-Kirche gesehen hat, es wäre doch schön, wenn es bei uns auch eine Loreto-Kirche gäbe. Und er hat dann eine Gemeinschaft gegründet, die Gemeinschaft der Josefsbrüder, und hat angefangen, Spenden zu sammeln. Und mit den Spenden wurde dann außerhalb der Stadt von Barcelona ein Acker gekauft und es wurden Pläne gewälzt, hier eine Loreto-Kirche zu errichten. Und tatsächlich haben dann ausreichend Spenden sich gefunden, sodass sie dann irgendwann eine Krypta gebaut haben und diese Krypta dann nach ungefähr 25 Jahren seit der ersten Idee dann auch tatsächlich eingeweiht haben. Nur mit den Bauarbeiten oder mit den Bauabschlussarbeiten, da ist was passiert, was manchmal passiert in solchen Initiativen, es haben sich alle Beteiligten heillos zerstritten. Der Vorstand des Vereins konnte nicht mehr mit dem Architekten, der Architekt konnte nicht mehr mit dem Buchhändler. Irgendwie ging überhaupt nichts mehr und alle haben den Hut draufgehaut und sind gegangen. Ein kleiner Rest ist verblieben und man hat geschaut, ob es nicht doch eine Möglichkeit gäbe, das weiterzuführen. Und es war ein junger Assistent des Architekten noch da, mit Namen Antonio Gaudi. Und den hat man gefragt, ob er nicht bereit wäre, da noch ein bisschen weiterzuarbeiten und zu schauen, ob noch was geht. Er hat den Auftrag gerne angenommen, er hat auch sehr verrückte Ideen gehabt und das ist natürlich überhaupt nicht angekommen, was er sich da ausgedacht hat, mit seinen Fantasien von Natur, Nachbauen, Bäume anstatt von Säulen, die Natur sozusagen in die Steinkunst hinein ganz aufzunehmen, diese Formen. Aber dieser Verein, der ja von Spenden gelebt hat, hat dann eines Tages eine anonyme Großspende bekommen, von der man heute nicht weiß, von wem sie kam, aber die so ein Ausmaß gehabt hat, dass man tatsächlich den Gaudi beauftragen konnte, seine verrückten Ideen umzusetzen. Er hat dann das Ganze sogar noch viel größer dimensioniert als in seinen ursprünglichen Ideen, weil das doch sehr viel Geld war, was da auf einmal da war. Und er hat dann tatsächlich diesen Plan entworfen für eine ganz neue, ganz ungewöhnliche Kathedrale. Die Sagrada Familia in Barcelona wird immer noch durch Spenden finanziert. Es kommen jährlich mehr Spendengelder herein, als man verbauen kann. Sie haben auch eine Regel, dass was übrig bleibt am Ende des Jahres, dann einem sozialen Zweck gespendet werden muss und dann wieder neu begonnen. Auf jeden Fall sind die gut ausgestattet finanziell und sie können zügig die Kathedrale nun zu Ende bauen. Wenn Sie interessiert, wer die Hauptspender sind von den Nationen her, findet auch eine kleine Überraschung, es sind die Japaner. Das ist ein Blick in die Krypta, von der dieser Ausgangspunkt genommen wurde, ist, wo Gaudi schon ein paar erste Ideen ansetzen konnte und dann hat er etwas gebaut, was einfach unglaublich ist, von auch wieder den Formen, dem Rhythmus, der Musik, die da drinnen steckt. Ein wunderbares Bauwerk, das Menschen aus aller Welt wieder fasziniert, wo man sich anstellen muss, dass man hineinkommt, weil es immer so voll ist. Vor ein paar Jahren sind auch die Glasfenster hineingekommen, die auch in den Stimmungen des Tages ganz wundervolle Lichtspiele liefern. Man hat auch mit den Farben, die durchgehen, natürlich ganz tolle Impulse gesetzt. Ein Tagesfenster, ein Nachtfenster, ein gelb-rotes, ein blaues. Und wer die Möglichkeit hat, diesen Ort einmal zu besuchen, der sollte sich das natürlich nicht entgehen lassen. Wenn sie fertig ist, wird sie auch den höchsten Kirchturm der Welt tragen. Noch ist Ulm
das Ulmer Münster der höchste Kirchturm, aber in ein paar Jahren wird dieser gerade Ulm ablösen. Der Mittelturm, an dem gerade jetzt begonnen wird zu bauen, 2024 möchte man fertig sein. Und dann soll dieses einzigartige Meisterwerk menschlicher Handwerkskunst und menschlicher Technik, menschlicher Freude am Großen, am Spektakulären, am Beeindruckenden fertig sein und dann können wir das als Ganzes besuchen. Als der amerikanische Verlag bei mir angefragt hat, ob ich nicht das Buch auf Englisch machen möchte, war natürlich auch der Wunsch da, sozusagen die amerikanischen Kathedralen mit einzubeziehen und ihnen einen Platz zu geben. Und es war spannend, da mal zu schauen, was gibt es denn dort? In Washington gibt es eine faszinierende gotische Kathedrale, die auch in relativ kurzer Zeit, in 100-jähriger Bauzeit errichtet worden ist, ist gerade fertig geworden in den 90er Jahren und ist ein gotischer Nachbau, eine neugotische Kirche, aber mit einem faszinierenden Impuls auch immer wieder etwas Neues zu machen, etwas Zeitgemäßes zu machen. Unter anderem ist einer der Dachrinnenfiguren, die ja oft so die Bösen sind, Darth Vader findet man an der Kathedrale von Washington. Da habe ich jetzt leider kein Bild, weil er ist zu weit oben. Aber wenn man hineinschaut, sieht man auch wieder, wie Architektur vollendet werden kann in diesen nach oben strebenden Räumen, wo man versucht sozusagen den Menschen das Gefühl zu geben, richte dich auf, streck dich hoch, du bist ein Aufgerichteter, du bist ein König, eine Königin, ein Priester, eine Priesterin und du bist eingeladen, offen und aufrecht in diesen Raum hineinzugehen und hier gestärkt zu werden. In Washington ein anderes Spiel mit dem Licht, wo sozusagen dieser Durchgang durch die Glasfenster immer wieder auch diese Lichtkompositionen an den Wänden liefert und damit ein ganz anderes farbiges Spiel natürlich in dieser Kathedrale möglich ist. Und man kann da auch Stunden verbringen, je nach Lichteinfall, um da die schönsten Momente zu sehen oder zu finden, wo man wieder etwas fotografieren oder einfach nur schauen kann. Als die Europäer nach Amerika kamen, nahmen sie den Wunsch in ihrem Herzen mit, auch dort sozusagen ein schönes Haus zu haben, wo sie feiern, wo sie ihre Rituale, ihre Feste, ihre Hochzeiten, ihre Taufen, ihre Begräbnisse machen können. Und so sind einige bemerkenswerte Gebäude entstanden. Hier eine inspiriert von der La Chapelle von Paris, die Basilika in Montreal, die auch mit ganz besonderen Lichteffekten spielt und sozusagen fast wie ein Märchenschloss die Größe des Raums und die Muster und die Farben da zusammenführt. Immer wieder dann schlichte Figuren aus Holz, die sozusagen da heraustreten und uns hineinnehmen in diese großen Geschichten, die uns aus unserem Glauben erzählt werden. Und als ich mich mit der Frage beschäftigt habe, welchen Ort darf man keinesfalls übersehen, da bin ich auf einen Ort gekommen, der das Hauptpilgerziel der Menschheit ist. Ich habe mal geschaut, wo gehen am meisten Pilger hin und habe natürlich gedacht, wahrscheinlich wird es Mekka sein als das größte Pilgerziel der Menschheit. Nein, da gibt es noch einiges, was weit davor steht und der Ort, an dem am meisten Menschen im Jahr hinpilgern, insgesamt 9 Millionen pro Jahr Besucher, Pilger, ist die Basilika der Mary von Guadeloupe in Mexico City. Und das ist ein besonderer Ort. Ihr seht links, rechts drüben die alte Basilika, die ist durch den Boden, der da in Mexiko ist, der ist eher weich, sandig, hat sich schon ziemlich geneigt, ist schon einen Meter auf eine Seite eingesunken. Man brauchte dann eine größere, neue Kirche, wo dieses berühmte Gnadenbild dann seinen Platz gefunden hat, nämlich
die Maria auf dem Kaktusumhang, soll ja rätselhaft dieses Bild erschienen sein. Da finden in dieser Kirche pro Tag 40 Messen statt, immer 7 beginnt es, um 9 hört es auf. Es geht in einem durch und die Menschen kommen da hin, um bei diesem Bild zu sein, wo eine Madonna mit dem Gesicht einer Indianerin und der Symbolik, die für diese Menschen da von großer Bedeutung ist, besucht wird als unsere Mutter. Und das hat vor allem bei der indigenen Bevölkerung und auch bei den Mexikanern eine so große Bedeutung, dass es eben so ein ganz zentraler Ort geworden ist. Natürlich ist dieses Bild auch von verschiedenen Geheimnissen umrankt und es wird immer wieder untersucht, wie das wohl gemalt wird, weil die Farben nicht verblassen und auf diesem Kaktusumhang sollte eigentlich schon längst alles hin sein. Aber der ist jetzt doch schon ein paar hundert Jahre alt und es schaut frisch aus wie am ersten Tag und in den Augen scheint man was zu sehen und es wird immer wieder sozusagen auch geschaut, was es da an Besonderheiten oder Wundern gibt. Was das größte Wunder ist und bleibt, ist, dass hier Menschen Zuflucht finden, Zuversicht und dass es für die Menschen dort eine ganz große Bedeutung hat, bei diesem Bild zu sein. Es gibt auch einige Kopien, wo man tatsächlich dann hingehen kann, um es zu berühren. Und da ist ein unablässiger Pilgerstrom, der da hinzieht. Wenn man dort einen Tag verbringt, dann sieht man eine Prozession nach der anderen da einziehen. Alle bringen sie Blumen mit. Die ganze Kirche füllt sich am Laufe eines Tages voll mit Blumen. Es ist ein riesiges Blumenmeer. Am Abend wird alles weggeräumt. Und am nächsten Tag beginnt das Ganze wieder von vorne. Und das Blumenmeer baut sich da in der Kirche auf. Ein besonderer Ort, der für den ganzen Kontinent und für ganz Südamerika eine große Bedeutung hat. Und wenn man dann so eine Auswahl trifft, und jeder Mensch trifft natürlich auch dann von den Orten, die er besucht oder die einen ansprechen, dann ist eine ganz persönliche Auswahl und jeder hat so seine eigenen Lieblingsorte oder seine eigenen Lieblingsplätze, seine eigenen Kraftorte. Eines der Orte, die auch mich sehr beeindruckt haben, war Grace Cathedral in San Francisco, die auch versuchen sozusagen die Nöte der Zeit aufzugreifen. Es gibt einen Altar für die Opfer von Schussattentaten, es gibt einen AIDS-Altar und es gibt ein begehbares Labyrinth, an dem auch Konzerte stattfinden. Und auch hier sieht man so ein bisschen das Augenzwinkern der Amerikaner. Zu den Heiligen gesellt sich hier in den Glasfenstern auch John Glenn und Albert Einstein. Die werden hier als Diener der Menschheit sozusagen in den heiligen Kanon aufgenommen. Aber das zeigt ja auch sozusagen, es geht ja immer darum sozusagen, dass uns, mir gefällt das Wort Patron für die Heiligen sehr gut, also diese Patronanz, sie sind unsere Patrone, unsere Ältesten, unsere Großeltern, die uns mit ihrer Lebensgeschichte oder mit dem, was sie getan haben, einfach eine Inspiration geben, eine Patronanz für vielleicht einen Schritt oder einen Gedanken oder etwas, das in unserem Leben auch gerade ansteht. Und so sind sie heilig in einem gewissen Sinn, so wie wir ja auch heilig sind in einem gewissen Sinn und manchmal auch nicht. Hier der AIDS-Altar, das letzte Werk von Keith Haring, der hier bevor seinem Tod als AIDS-Kranker auch noch einen Altar gebaut hat. Lift me up, erhebe mein Herz, richte mich auf, dazu ein passendes Lied.
troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can send the Es gibt immer wieder Augenblicke, da kann man an der Menschheit verzweifeln, wenn sie ihre Zerstörungskraft auspackt und ihre Niedertracht. Aber gerade deswegen sind solche Orte so wichtig, wo man einfach auch die andere Seite des Menschseins sieht. Die Freude am Schönen, die Freude am Großen, die Freude an der Harmonie, an der Vollkommenheit, die Freude, dass es etwas gibt, was in unserem Leben als Kraft wirkt, nämlich auch etwas Schönes erschaffen zu können, etwas Schönes machen zu können. Und wenn man sich von dem Geist einer Kathedrale ein bisschen anstecken lässt, dann kriegt man auch selber wieder ein bisschen mehr Mut, das eine oder andere zu wagen. Wenn eine Gruppe von Menschen sich zusammentut und so etwas bauen kann, vielleicht kann sich auch heute eine kleinere Gruppe von Menschen zusammentun, vielleicht was Kleineres bauen, aber auch etwas, was schön ist und was uns als Mensch das gibt, was auch in uns steckt, nämlich die Idee, dass die Welt wunderbar ist und wir da sind, um das zu genießen und um das Potenzial, was in uns ist, auch zu entfalten. St. Patrick in New York war einmal ein großes Bauwerk, ist immer noch ein großes, aber ist inzwischen auch ein bisschen bedrängt von den Seiten. Aber was macht es, wenn man hineingeht und Bilder findet, die einen daran erinnern, dass man nicht alleine ist, dass jemand da ist, der einen auch in schwierigen Zeiten
die Hand reicht oder auch mit seiner Patronanz oder seinem Leben etwas in die Welt gebracht hat, was uns aufrichtet und stärkt und sagt, ja, wenn wir da hinschauen, dann sehen wir auch viel, viel Gutes. Es gibt dann auch immer ganz besondere Orte, wo ich mir gedacht habe, kann das in einem Kathedralbuch drinnen sein? Muss das drinnen sein? Und meiner Meinung nach wollte ich unbedingt, dass es drinnen ist, die Hagia Sophia in Istanbul. Die steht da mitten am Brennpunkt zwischen Ost und West, zwischen Christentum und Islam, zwischen Abendland und Morgenland und heißt der Tempel der Weisheit, Hagia Sophia, die große Weisheit, die Königin der Weisheit. Um uns zu inspirieren, auch von dieser Weisheit vielleicht etwas aufzunehmen und zu schauen, dass es hinter all dem, was uns trennt oder wo wir so das Gefühl haben, na, die sind ganz anders und na, die mögen wir nicht und na, die sind deppert, auch wieder etwas findet, wo man sagt, na, es sind auch großartige Menschen, mit denen wir gemeinsam etwas Großartiges machen können. Dieser uralte Bau, der ja aus dem 6. Jahrhundert stammt und der damals sicher das großartigste Bauwerk war, das man sich vorstellen hat können, die ganzen Kuppeln mit Gold ausgekleidet, die Ziegel vermauert mit einem Beton, der bis heute nicht 100% aushärtet. Deswegen hat das auch ein Erdbeben mit 8,9 Stärke überstanden, weil das nicht so fest ist, dass alles bricht, wenn es rüttelt. Also auch da haben die Menschen sich ins Zeug gelegt und Dinge erfunden und Dinge entwickelt, dass das heute immer noch dasteht, immer noch Hagia Sophia heißt. Im Augenblick ist es ein Museum. Ich hoffe, dass die Weisheit noch nicht ins Museum gewandert ist. Mal schauen, was da draus noch wird. Aber immer noch ein faszinierender Ort, ein Begegnungsort, ein Ort, wo man die Größe erahnen kann, was im Menschen drinnen steckt und vielleicht auch die Größe seiner Weisheit, wenn er sich darauf besinnt. Und wo wir schon bei Weisheit sein, nehmen wir den Petersdom auch gleich dazu. Natürlich ein wichtiger Ort, eine großartige Kirche. Wer da einmal drinnen ist, wird auch erfasst von der Besonderheit dieses Bauwerks, von dieser Kuppel, die Michelangelo da aufgesetzt hat, von einem durchaus stimmigen Gesamtkunstwerk, in dem auch wieder die Größe und Erhabenheit des Menschen zu finden ist. Und man wird schon einen Grund gehabt haben, warum das das zentrale Fenster ist im Petersdom, wo der Geist verkörpert in der Friedenstaube durchleuchtet, hinunterscheint und uns immer wieder auch diese Herausforderung gibt, unser Menschsein weiter zu treiben, weiter zu entwickeln und unseren Beitrag zu einer friedvolleren, gerechteren und besseren Welt zu leisten. Und dann gibt es auch solche Beispiele, wo Gruppen von Menschen zusammenkommen und sagen, lasst uns etwas Schönes bauen, ganz neu. Hier eine Gemeinschaft in Amerika, die eine Basilika nachgebaut haben, auch mit vielen modernen Gedanken und Anleihen. Adam und Eva bewachen das Tor und wenn man es öffnet, tritt man wieder in einen fantastischen Raum, wo man aufgenommen wird, hineingenommen wird, um dann auch zu feiern, einen Ort findet, an dem man sich begegnet und das Leben im Grunde feiert.
Ich habe heute mit meinem kleinen Vortrag ja nur einen kleinen Vorgeschmack oder einen kleinen Beigeschmack liefern können zu Dingen, die Sie vielleicht schon gesehen haben oder wissen. Und den vielen anderen tausend Orten, die es überall noch gibt. Und die warten auf uns, dass wir vorbeikommen, um auch innerlich uns zu Hause zu fühlen, aufzudanken. Und das eine oder andere Fest zu erleben, denn diese Orte sind ja auch Heimat für unsere Feste, für die bedeutenden Ereignisse unseres Lebens. Geben Sie eine Hülle, geben Sie einen Schutz, um uns aufzunehmen und uns ein großes, übergroßes Wohnzimmer zu schenken, ein Festsaal, wo wir hier einkehren können. Dann wird vielleicht auch manches Alte, was zerstört war, wieder neu, wieder vergessen. Dann sind die Kathedralen wieder renoviert, wieder hergerichtet, die Schäden beseitigt, die Fenster neu verglast, um wieder neu bereit zu sein, uns aufzunehmen, unsere Musik aufzunehmen und selbst unseren Besuch und uns hinein zu begleiten in ein großes Haus, in ein schönes Erlebnis, so wie der Kölner Dom, der außen wie innen in seiner Symbolik mit dieser verbindenden Brücke heute fertig, ja, fertig, ein Dom ist nie fertig, aber im Großen und Ganzen fertig erstrahlt und uns damit auch ein Zeichen setzt, dass es das Schöne gibt und dass es für uns auch da ist, um uns das zu geben, was wir brauchen. In diesem Sinne möchte ich hier einmal einen ersten Punkt machen, den Vortrag als solches beenden. Vielen Dank, dass Sie mir so weit zugehört haben und ich lade Sie noch ein kleines Weilchen zu bleiben, um noch dieses kleine Gute-Nacht-Stück zu sehen. Danke.